Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es um den New Eternia Battle Armor He-Man. Ein ganz schön langer Name. Ja, den habe ich mir jetzt über Amazon bestellt, habe ihn auch endlich erhalten und bin froh, dass ich ihn jetzt in meiner Sammlung habe. Allerdings war die Freude etwas getrübt, denn man sieht es schon hier an der Verpackung. Das sind hier irgendwie so Reibespuren, wahrscheinlich durch den Transport. So Kratzer und deshalb sieht man sein Gesicht gar nicht so richtig, wenn da an der Verpackung ist. Ja, das ist halt, man kann es sich halt nicht aussuchen, wenn man bei Amazon bestellt. Man muss halt dann das nehmen, was man bekommt. Ich muss sagen, bis jetzt habe ich immer nur gute Figuren erhalten. Die Karten waren eigentlich auch immer alle in Ordnung. Aber das ist jetzt das erste oder zweite Mal, wo ich jetzt hier mal was auszusetzen habe. Und das ist halt hier dieser Streifen. Nichtsdestotrotz haben wir hier diese tolle Figur. Hier wieder mit dem Masterverse-Logo. Dann hier unser 40 Jahre He-Man-Sticker. Unser He-Man. Dann Masters of the Universe New Eternia Battle Armor He-Man. Ja, auf der Seite haben wir diese heroische Illustration von Battle Armor He-Man mit seinem Vollbart. Das finde ich auch klasse. Hier sieht man auch schon, dass er deutlich gealtert ist. Und hier nochmal New Eternia Battle Armor He-Man. Gerade beim Kampf. Mit dem Vollbart, die wehenden Haare im Wind. Sieht toll aus. Ja. Hier sind noch die anderen Bilder von den anderen Charakteren von Battle Armor He-Man. Hier auf der Zeichnung ist sein Bart dunkel. So dunkelbraun, fast schwarz. Und in Wirklichkeit ist er aber eigentlich blond. Ja. Dann haben wir noch hier diesen Sunman, den habe ich mir auch gekauft. Das sieht denn echt viel schöner aus als wie hier auf dem Promo-Picture. Dann Hiro, den möchte ich auch gern haben, aber bis jetzt habe ich den noch nicht gesehen. Und Jitsu. Und hier steht dann nochmal Battle Armor He-Man. Mir hätte es besser gefallen, wenn die Verpackung noch so gemacht hätten wie von dem 40 Jahre Jubiläums-He-Man mit diesen Rot-Blau und diesen Feuersteinen, die überall rumfliegen. Den Vulkan, das hätte mir vielleicht im Jubiläumsjahr besser gefallen als die klassische schwarze Masterverse Box. Aber okay. Gut, packen wir das Ganze einmal aus. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt den Battle Armor He-Man mal ausgepackt und hat natürlich wieder einige Extras mit dabei. So zum Beispiel sein Schild mit dem He-Man-Logo. Und dann den Farben in so Türkisblau, Rot und Grün mit schwarzem Karo. Und dann ist das ja alles so gold abgesetzt. Ja, bei dem Schild finde ich schade. Das kann man jetzt nicht direkt in die Hand nehmen. Wie bei den anderen Schildern. Dass hier wie so ein Griff ist, dass die Figuren das anfassen können. Sondern das muss er dann hier in seine Armmanschette so reinstecken. Aber das zeige ich euch dann gleich nochmal. Das ist eigentlich schade, weil dann kann man den anderen Figuren das Schild nicht in die Hand geben, wenn man mal durchtauschen möchte oder so, weil das mache ich auch sehr gerne, mal die Figuren umziehen bzw. ihre Kostüme wechseln oder ihre Zubehörteile, dass sie dann wieder mal ganz anders aussehen. Ja, das finde ich ein bisschen schade, aber so von der Optik her gefällt mir das Schild sehr gut. Dann hat er dieses Schwert mit dabei. Finde ich auch wieder ganz toll, dadurch, dass es wieder farblich abgesetzt ist. Es hat ja diesen Griff mit diesen weißen Binden ringsherum. Und es ist diesmal einigermaßen gerade. Sonst sind die Schwerter manchmal ganz schön verbogen. Ich hatte schon, ich weiß nicht, welcher He-Man das war, da war dann das Schwert so. Dadurch, dass es die ganze Zeit so in der Verpackung lag. Ja, jetzt wird es gleich gar nicht mal gerade. Ja, dann hat er noch wieder seine Streitaxt mit dabei. Ich glaube, das ist fast dieselbe wie beim New Eternia He-Man. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, müsste ich nochmal vergleichen. Ja, das ist diese, die ist auch wieder farblich abgesetzt. Ja, auch noch mit diesen Mustern und Emblem. Dann hat er noch seine zwei seine Hexenhände, seine Wechselhände mit dabei. Das ist einmal die. Die offene Hand und dann einmal noch die Faust. Und dann noch die Brustplatte zum Wechseln, denn erst der Battle Armor He-Man hat die Brustpanzerung. Das ist dann die mit den zwei Scharten, die dann hier kaputt ist. Die kann man dann halt wechseln.
Auch mit dem He-Man-Emblem. Jetzt sieht man es besser. Ja, kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptcharakter, Battle Armor He-Man. Ja, das Gesicht gefällt mir sehr gut. Die Bemalung ist sehr schön. Er hat hier unter dem Auge sogar eine kleine Narbe. Das ist halt sehr detailreich gestaltet. Und seinen Bart halt nicht so dunkel wie auf den Bildern, das fand ich sowieso doof, sondern blond, wie auch seine Haare sind. Hat blaue Augen. Ja, die Haare sind nicht so gelbblond wie der erste He-Man aus der Revelation Saga, sondern eher so dunkelblond wie beim New Eternia He-Man, beziehungsweise ich glaube, der 40 Jahre Jubiläums He-Man hat sie auch so ähnlich. Und dann ist es das hier nochmal so ein bisschen schattiert. Ja, das finde ich halt schön, dass das nochmal so abgesetzt ist. Dann trägt er hier seine Rüstung in Silber mit dem He-Man-Emblem. Dann dieser Schulternschutz. Den kann man auch abmachen. Da ist hier unten so eine Lasche dran. Kann man dann aufziehen. Ja, wie gesagt, hat er dann hier diese Armmanschette, wo man den Schild draufstecken kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man die abnehmen kann, aber ich glaube eher nicht. Wenn man die Hand vielleicht abmacht, kann man sie vielleicht runterschieben, aber ich lasse sie jetzt lieber erstmal drauf. Ja, hier hat er auch noch diese orangene Armmanschette. Dann trägt er seinen Lendenschurz, den braunen, den klassischen. Und darüber auch nochmal so ein Rüstungsteil. Und hier mit so einem Löwen als Emblem. Könnte auch Battlecat sein. Ja. Das kann man übrigens auch abmachen, das Teil, wenn man das hier öffnen würde. Das geht jetzt, ich lasse es jetzt mal dran. Ja, dann hat er noch seine braunen Stiefeln und wieder das besondere Gimmick, was der New Eternia He-Man auch schon hatte, mit dem Dolch im Stiefel. Den kann man auch rausziehen. Das ist der hier. Das finde ich ein schönes Gimmick, dass man dann den Dolch beibehalten hat. Und den kann man dann mit hier unten Stiefel wieder reinstecken und hat er dann noch zusätzlich eine Waffe. Ja, das finde ich richtig cool. Ja, zur Beweglichkeit, er hat wieder das Kugelgelenk im Kopf, kann also den Kopf gut bewegen. Dann die Rüstung, das kann man jetzt hier nicht ausziehen. Also das ist zu silbern und auch der Bauchteil ist zu silbern. Aber hat ja wieder dieses Kugelgelenk. Dann Kugelgelenk in den Schultern, der Bizeps. Der Ellenbogen lässt sich drehen. Und die Hände lassen sich nach vorne und nach hinten und auch zur Seite drehen. Ja, die Beine sind auch beweglich. Die kann man wieder auseinander machen, zusammen. Ja, die lassen sich auch noch ineinander drehen. Dann die Kniegelenke. Ja, und die Stiefel lassen sich auch noch drehen. Und die Füße sind auch wieder beweglich. Zack. Zack. Ja, zu dem Action-Tool. Ich muss erst mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Draufdrücken kann man nicht. Ich glaube, das muss man hier so aufmachen. Muss man da jetzt den Kopf abmachen? Ich glaube, da muss man erst den Kopf abmachen. Dann kann man das so rausnehmen. Hallo, ich bin He-Man ohne Kopf. Dann steckt man das ja so ab. Dann kann man das so draufstecken. Die andere Platte. Und dann macht man die wieder drauf. Ja. Muss ich jetzt mal sagen, das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Da hat mir das bei dem Origins He-Man besser gefallen oder auch im Original, dass man dann einfach so die Trommel da drin hat und die dann drehen könnte. Das hätte ja vielleicht auch besser gepasst. Aber okay. Meckern wir mal nicht auf hohem Niveau. Ansonsten ist die Figur sehr schön. So, dann gebe ich ihm mal den Schild. Den kann er übrigens auch hier hinten auf dem Rücken tragen. Kann man das auch so reinstecken. Da hat er es dann so hinten drauf. Ja. Dann kann man das so auf die Hand draufstecken. Na. Also wie gesagt, mit dem Handgriff, das fand ich viel besser als die Lösung jetzt mit dem
Das geht auch ziemlich schwer rein. Okay, hat das jetzt mal. Vor allem guckt da noch die Hand so unten raus. Das, na gut, man kann es auch noch drehen. Trotzdem guckt sie noch raus. Also die Lösung mit dem Steckschild finde ich nicht ganz so toll. Der Kopf hält gerade nicht. Ah, jetzt. Auch noch nicht richtig drauf. Ja, aber gut. Und wir geben ihm mal seine Axt in die Hand. Sieht vielleicht bedrohlicher aus. Ja, das ist unser Battle Armor He-Man mit seinen Waffen, mit seiner Streitaxt, dem Schild und seiner Rüstung. Ja, wie gesagt, das hier hinten kann man auch noch abmachen. Wer das möchte, kann ihn dann auch so gestalten. Wer will, kann dann auch noch den Kopf von New Eternia He-Man draufsetzen, dann mit dem Wikingerhelm. Da hat man dann nochmal eine andere Variante. Ja, im Großen und Ganzen gefällt mir der He-Man sehr gut. Die Figur sieht sehr schön aus. Passt auch sehr gut meine Sammlung. Der Stand ist eigentlich auch ganz gut, im Gegensatz zu manchen anderen Figuren der Revelations-Serie. Der Stand jetzt gleich für den Anhieb. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Gelenke sind auch noch recht stabil, nicht so ausgeleiert. Ja. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Schaut doch auch gerne auf meinen Instagram-Kanal vorbei. Oder auf meinen zweiten YouTube-Kanal LarsHeyZockt. Da mache ich Let's Plays. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.